Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es einen Review-Testbericht über das iPhone 5. Ich habe das hier in schwarz in 32 GB jetzt schon mehrere Wochen testen können. Und in diesem Video möchte ich euch einfach mal sagen, was so meine Erfahrungen mit dem iPhone sind und ob das ein gutes Handy für euch ist, das ihr euch kaufen solltet. Beginnen werden wir mit einem kleinen Unboxing, das heißt, ich werde euch zeigen, was so alles in der Verpackung drin ist und was alles mitgeliefert wird. Danach gehe ich ein bisschen über das Design vom iPhone 5 drüber und zeige euch, wie das ausschaut und erzähle euch auch ein bisschen was über den neuen Lightning Port, ob der gut ist oder nicht. Ich werde euch ein bisschen was über den Sound erzählen, weil sowohl der Lautsprecher als auch die mitgelieferten Kopfhörer haben sich beim iPhone 5 um einiges verbessert. Danach zeige ich euch, ob ihr das iPhone 5 als Digitalkamera einsetzen könnt oder ob die Qualität davon nicht ausreicht. Dann erzähle ich euch was über die neuen Funkstandards wie LTE und 5 GHz WLAN und so weiter, was alles im iPhone 5 drin verbaut ist, und ich erzähle euch ein bisschen was über die Processing Power, also die Rechenpower von dem Gerät, ob das stark genug ist, um tolle Spiele abzuspielen und so weiter und so fort. Ich werde ein paar Worte über das neue Display verlieren, also ob der neue Formfaktor wirklich Sinn bringt oder nicht, oder ob das viel zu klein ist oder zu groß ist, oder ob man lieber ein ganz großes Android-Gerät kaufen sollte und so weiter und so fort. Und wo wir gerade bei Android sind, werde ich euch auch noch ein bisschen was über iOS erzählen, dem Betriebssystem auf dem iPhone, und ob iOS ein Kaufgrund für das iPhone ist oder nicht, oder ob man sich lieber ein Android-Gerät gönnen sollte, was da die Vorteile und Nachteile sind, werde ich euch erzählen. Und dann zeige ich euch noch so ein paar Softwarefunktionen von iOS wie Siri oder die neue Karten-App. Und am Ende machen wir noch ein kleines nettes Fazit, in dem ich das alles zusammenfasse und euch sage, ob das iPhone 5 ein Gerät für euch ist oder ob ihr lieber zu einem anderen Handy greifen solltet. Also viel Spaß! Felix war 94. Das iPhone bekommt ihr in einer wunderschönen matten Verpackung geliefert, die sich ganz der Farbe eures Gerätes anpasst. Wenn ihr die Box öffnet, findet ihr ganz oben euer iPhone, welches vorne und hinten mit zwei Plastikfolien geschützt ist. Weiter unten in der Verpackung findet ihr ein Etui mit einem kleinen Werkzeug zum Öffnen des SIM-Kartenschachts, eine Art Bedienungsanleitung, ein paar langweiligen Garantiebeschreibungszetteln und zwei schönen Apple-Stickern. Ganz unten findet ihr dann noch einen Steckdosen-zu-USB-Adapter zum Aufladen vom iPhone, ein Lightning auf USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren und die neuen Apple-Kopfhörer, die sich EarPods nennen, in einer netten Reisehülle aus Plastik. Aber kommen wir doch zum Wichtigsten, was in der Box war, das iPhone 5 selbst. Und beim ersten in die Hand nehmen des Geräts merkt man sofort, holy shit, ist das Ding leicht. Und ich rede keinen Scheiß, mit 112 Gramm Gewicht ist das iPhone 5 ganze 12% leichter als sein Vorgänger iPhone 4S. Ich habe viele Stimmen gehört, die meinten, das iPhone verliere deswegen sein wertiges Gefühl, für das es so bekannt ist. Und auch ich war zu Beginn dieser Meinung. Aber nach mittlerweile mehreren Wochen der Benutzung muss ich das echt abstreiten, denn durch die hochwertigen Materialien Glas und Aluminium und die schon fast abnormale Präzision in der Fertigung setzt sich das iPhone 5, zumindest was Wertigkeit angeht, weiterhin sehr stark von der Konkurrenz ab. Man musste auch oft lesen, dass das neue iPhone um einiges kratzanfälliger sei als Geräte der bisherigen Generation. Aber das ist in meinen Augen absoluter Blödsinn. Ich trage meins schon gute 2 Wochen ohne jegliche Schutzhüllen oder Folien mit mir herum und bis auf ein paar Macken an der unteren Kante, die durch einen Sturz aus Handhöhe auf Asphalt entstanden sind, zeigt das Gerät keinerlei Spuren, und das empfinde ich schon als ziemlich kratzfest. Aber das neue iPhone ist nicht nur leichter, sondern auch länger und vor allem um einiges dünner als das iPhone 4S oder iPhone 4, was sehr zu begrüßen ist, da es sich dadurch sehr gut in der Hand anfühlt. Auch die neue Aluminiumrückseite trägt dazu bei, dass es sich um einiges weicher anfasst als die bisherigen Glasrückseiten. Ich habe auch nach einer Woche Benutzung wieder mal ein iPhone 4S in die Hand genommen und muss echt sagen, dass es sich im Vergleich globig dick und fast zu schwer angefühlt hat. Und das, obwohl das iPhone 4S eigentlich eines der edelsten und dünnsten Smartphones auf dem Markt ist. Doch das Design ist nicht das einzige, was sich beim iPhone äußerlich getan hat. Es gibt auch einige Neuigkeiten bei den Anschlüssen.
Lightning nennt Apple den neuen Stecker, der den alten 30-Pin-Connector, der aus den Anfängen der iPod-Zeit im Jahre 2003 stammt, als noch niemand an digitale Audiosignale, Videoabspielereien oder gar schnelle Datenübertragungen dachte, für die nächste Dekade ablösen soll, was auch bitter nötig war. Der Stecker ist nicht nur technisch auf dem höchsten Stand und für das digitale Zeitalter entwickelt worden, sondern bietet durch sein winziges Auftreten und die Fähigkeit, in beide Richtungen eingesteckt werden zu können, nicht nur ein sehr schönes neues Design, sondern echten Mehrwert. Und ich kann einfach nicht begreifen, wie man angesichts dessen das Wort Micro-USB überhaupt in den Mund zu nehmen wagt. Zwar läuft die Datenübertragung immer noch über das alte USB 2.0 Interface, was ich persönlich echt schade finde, aber mit Lightning hat Apple technisch die Möglichkeit geschaffen, bei zukünftigen Geräten mit Lightning-Anschluss auf USB 3.0 oder Thunderbolt umzusteigen. Es ist natürlich blöd, dass alte Accessories und Zubehörteile mit dem neuen iPhone nicht mehr funktionieren, und es ist ebenfalls absolut bescheuert, dass die Lightning auf 30-Pin-Adapter, die Apple anbietet, nur sehr schlecht verfügbar, absolut überteuert und in ihrer Funktion sehr beschränkt sind. Das hätte Apple wirklich um einiges bequemer gestalten können. Aber Steckerwechsel sind eigentlich immer blöd und ich bin froh, dass Apple das nur einmal im Jahrzehnt durchzieht und nicht wie andere Anbieter, Samsung, den Stecker ganze 18 Mal im letzten Jahrzehnt gewechselt hat. Rechts neben dem Lightning-Anschluss befindet sich der Lautsprecher und der hat sich echt spürbar verbessert. Er ist nicht nur lauter als der des iPhone 4S, sondern klingt auch einfach besser. Da wir gerade von Lautsprechern sprechen, sprechen wir doch einfach mal über den Kopfhöreranschluss. Der ist von der Oberseite des Geräts nach unten gewandert, wo er meiner Meinung nach um einiges besser aufgehoben ist, da man so endlich sein iPhone in die Hosentasche stecken kann, ohne es vorher umdrehen zu müssen, was etwas war, was beim bisherigen iPhone echt tierisch genervt hat. Außerdem hängt einem das Kabel jetzt auch nicht mehr so blöde vor dem Display rum, sondern lässt einen genüsslich seine Musik genießen. Die maximal mögliche Output-Lautstärke wurde ebenfalls erhöht, was gerade Leuten mit allgemein leiseren Kopfhörern oder Besitzer von Stereoanlagen mit AUX-Kabel sehr zugute kommt. Wer kennt sie nicht, die unfassbar schlechten Kopfhörer von Apple, die bisher jedem iPhone oder iPod beilagen und zwar schick aussahen, aber einen echt schlechten Sound produzierten, immer aus dem Ohr gefallen sind und sowieso nach einem Monat den Kabelbruch totstarben. Tja, mit denen ist jetzt Schluss. Beim iPhone 5 und den neuen iPods liegen nun endlich brauchbare Kopfhörer bei, nämlich die neuen Apple EarPods. Apple gibt an, 3 Jahre an der zugegebenermaßen sehr ungewöhnlichen Form der Kopfhörer gearbeitet zu haben, um die Dinger so bequem wie möglich für die Mehrheit der Nutzer zu machen und dem Rausfallproblem entgegenzuwirken. Und was kann ich sagen? Sie haben es geschafft, die EarPods sind echt um einiges bequemer wie die alten Apple-Kopfhörer und rausgefallen sind sie mir bis jetzt auch noch nicht. Die Soundqualität hat sich ebenfalls von "Oh mein Gott, mach das aus!" auf "Ja, kann man schon mal machen" gesteigert. Die EarPods sind wirklich keine Kopfhörer für audiophile Musikliebhaber, die sonst normalerweise Kopfhörer im dreistelligen Preissegment nutzen, erwarte da wirklich nicht zu viel, aber was sie sind, sind ziemlich gute Beipack-Kopfhörer, mit denen der Durchschnitts-iPhone-Kunde Lady Gaga und Crow hören kann, ohne dass ihm die Ohren schmerzen. Auch die in die Kopfhörer eingebauten Steuerknöpfe für die Musikwiedergabe und das integrierte Mikrofon, mit dem man zum Beispiel dann telefonieren kann, machen die EarPods wirklich zu einer ziemlich runden Sache. Die Kamera auf der Rückseite des iPhone 4S ist der absolute Wahnsinn. Deswegen ist es gar keine Schande, dass die des iPhone 5 im Grunde nur minimal verbessert wurde. Die iPhone 5 EyeSight-Kamera beinhaltet dieselben 8 Megapixel, dieselbe Full HD 1080p Videoaufnahme mit 30 Frames per Second und dieselbe gute Farbreproduktion und Kontrastreichheit. Allerdings schafft es das iPhone 5 bis auf ein ISO von 3200, was plump ausgedrückt heißt, dass Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen beim iPhone 5 um einiges besser aussehen als bei Vorgängermodellen oder den meisten anderen Smartphones.
Die oberste Glasscheibe der Kameralinse besteht nun aus Saphir, was diese noch besser vor Kratzern schützt. Leider haben die sogenannten Lensflares dadurch statt dem klassischen Weiß eine leicht lilane Farbe. Aber wenn man es nicht mit Anstrengung darauf anlegt, treten diese sowieso so gut wie nie auf. Daher überwiegen die Vorteile des Saphirglases eindeutig. Dank des A6-Prozessors hat sich auch die Auslösegeschwindigkeit um einiges verbessert und befindet sich nun auf einem Level, das absolut keiner Verbesserung bedarf. Ich habe auch zwei separate Videos mit Testaufnahmen auf YouTube hochgeladen. Die Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Aber eine Frage stellen sich dennoch viele. Kann das iPhone eine normale Digitalkamera ersetzen? Die Antwort ist ganz einfach: ja. Die Bild- und Videoqualität der iPhone 5 Kamera befindet sich auf einem Niveau, das vollkommen für Urlaubsbilder und Familienfotos ausreicht. In manchen Fällen habe ich sogar mich dabei erwischt, dass ich eher zum iPhone als zu meiner Spiegelreflexkamera gegriffen habe, da es einfach so viel bequemer und einfacher ist, mit dem iPhone schnell mal was zu knipsen. Und Softwarefunktionen wie High Dynamic Range Fotografie, kurz HDR Fotografie, Bilder schießen während einer Videoaufnahme oder der großartige Panoramamodus von iOS 6, der es einem erlaubt, Panoramas mit nur einem Wisch zu erzeugen, machen das iPhone als Kamera noch besser, als es sowieso schon ist. Die Frontkamera im iPhone 5 wurde auch geupdatet und zwar auf 720p HD und all das, was ihr gerade seht, ist mit dem iPhone 5 aufgenommen mit der Front-Facing Camera, also dass ihr euch so ein bisschen ein Bild von der Qualität ungefähr machen könnt, wie dies so ausschaut. Fotos kann man damit jetzt auch besser machen als vorher. Die sehen zwar, wie ihr in diesem Moment sehen könnt, immer noch nicht ganz so toll aus wie die auf der Rückseite, was auch gar kein Problem ist, weil wer macht schon mit der Front-Facing-Kamera ernsthafte Bilder. Aber es ist schön, dass die jetzt geupdatet wurde und dass man mit der jetzt auch FaceTime-Anrufe und so weiter in HD machen kann. Und das ist einfach eine schöne Erneuerung, zwar längst überfällig und ja, das ist super. Das iPhone ist und war schon immer ein Mobilfunkgerät. Deswegen ist ein Update für die Funkelemente im iPhone immer eine sehr gute Sache. Und so sehr wie beim iPhone 5 wurde noch nie am Funk geschraubt. Nicht nur unterstützt das iPhone 5 jetzt WLAN mit 5 GHz, sondern auch HSPA+, Dual Carrier HSPA und vor allem 4G LTE. Ich selber komme aufgrund meines Wohnortes und Mobilfunkvertrags leider nur in den Genuss von HSPA+, daher kann ich nicht so viel über 5 GHz WLAN, Dual Carrier HSPA und LTE sagen, außer dass diese Technologien theoretisch absurde Internetgeschwindigkeiten ermöglichen. Aber wenn ihr im richtigen Gebiet wohnt und euch einen Telekom-LTE-Tarif leisten könnt oder gar Zugang zu einem 5 GHz WLAN-Router mit schneller DSL-Anbindung habt, ist das sicherlich eine sehr tolle Sache und auf jeden Fall ein Kaufgrund für das iPhone 5. Aber auch wenn nicht, wird das iPhone super mit alten Standards wie 3G, Edge oder dem normalen Standard 2,4 GHz WLAN super zurechtkommen. Das iPhone 5 ist leistungstechnisch ein Biest. Der Apple A6 Prozessor mit 1 GB RAM, 1,3 GHz, 2 CPU-Kern und 3 GPU-Kern ist, was die Rechenleistung an sich angeht, mehr als doppelt so leistungsstark wie der A5 im iPhone 4S und erreicht auch einen sehr akzeptablen Geekbench-Score von über 1600. Aber lasst euch bitte nicht von Zahlen blenden. Ein Prozessor alleine nach der Anzahl der Kerne oder Gigahertz-Taktung zu beurteilen, ist fast genauso sinnlos, wie die Bildqualität einer Kamera ausschließlich an der Anzahl ihrer Megapixel ausfindig zu machen. Worauf es nämlich bei Smartphones tatsächlich ankommt, zeigt Google mit Project Butter in Android 4.1 Jelly Bean sehr eindrucksvoll. Die Smoothness und Flüssigkeit der Bedienung, bedingt durch ein angepasstes Betriebssystem. Und glaubt mir, das iPhone 5 läuft dank iOS flüssig wie nichts Zweites. Fazit zur Performance: Das iPhone 5 ist schnell und zwar durch die Bank weg. Und das ist auch gut so und befriedigt sowohl Technik-Nerds und mobile Gamer als auch jeden, der einfach nur mobil in Facebook möchte. Es steht absolut nicht im Schatten der Konkurrenz und wird es auch die nächsten 2 Jahre nicht, auch wenn in Zukunft neue Smartphones oder ein neues iPhone das iPhone 5 zahlenmäßig natürlich überbieten werden. Ein größeres Display, neue Funkstandards wie LTE und ein doppelt so starker Prozessor brauchen natürlich auch Strom. Und eines der größten Nachteile vom iPhone 4S war der Akku, der zwar ausgereicht hat, um gerade so durch einen Tag zu kommen, aber mehr eben auch nicht. Daher ist es umso erfreulicher, dass das iPhone 5
trotz den ganzen neuen Features eine verbesserte Akkulaufzeit mit sich bringt, die es einem erlaubt, bequem durch den Tag zu kommen. Auch das Aufladen über USB am Rechner oder am Netzteil gestaltet sich schnell, einfach und bequem. Auf unnötige Spielereien wie Induktionsladung auf Kosten der Akkuleistung hat Apple zum Glück verzichtet. Über die fast größte Erneuerung im iPhone 5 haben wir ja noch überhaupt nicht gesprochen. Das Display. Alle 5 bisherigen iPhone-Generationen hatten ein 3,5 Zoll großes Display mit einem Seitenverhältnis von 3 zu 2. Das iPhone 5 hingegen hat ein 4 Zoll großes Display mit dem Seitenverhältnis 16 zu 9. Und mit einer Auflösung von 1136 x 640 Pixeln behält es die 326 Pixels per Inch Pixeldichte des iPhone 4 und 4S, die das Ding zu einem sogenannten Retina-Display machen. Nun, was bedeutet Retina-Display? Ganz einfach gesagt, das Display ist super scharf. Und zwar so scharf, dass man, wenn man das iPhone nicht gerade 1 Zentimeter vor seinem Auge hält, keine einzelnen Pixel mehr erkennen kann. Mehr HD geht folglich so gut wie nicht. Allgemein alles, aber ganz besonders Text, sieht einfach nur geil aus auf dem Display. Auch die Farben, Kontraste und Blickwinkel haben sich im Vergleich zum iPhone 4S wirklich um einiges verbessert. Es ist zwar schlecht im Video zu sehen, aber glaub mir, wenn man beide Geräte in der Hand hat, ist der Unterschied eindeutig sichtbar. Die neue Größe war längst überfällig und macht absolut Sinn. Dadurch, dass das Display verlängert, aber nicht breiter gemacht wurde, bietet es einen absoluten Mehrwert, vor allem beim Anzeigen von Listen und Webseiten, ohne den handlichen Formfaktor und die Bedienung mit einer Hand über Bord zu werfen. Ganz besonders Spiele und 16 zu 9 Videos sind auf dem neuen Display einfach nur super, da man mit seinem Daumen nicht mehr das ganze Spiel überdeckt und bei 16 zu 9 Videos auch keine schwarzen, nervenden Balken mehr ertragen muss. Klar gibt es auch Android-Geräte mit viel größeren Displays, wie zum Beispiel das großartige HTC One X, aber ich denke, Apple hat bei dem iPhone 5 einen guten Kompromiss zwischen großem Display und Handlichkeit des Gerätes gefunden, mit dem die meisten Kunden absolut zufrieden sein werden. Einen entscheidenden Vorteil hat die Verlängerung ohne Verbreiterung des Displays bezüglich Apps. Alle Apps fürs iPhone, die es bisher gab, laufen auch ohne Probleme auf dem iPhone 5. Sie werden einfach zentriert mit schwarzen Balken angezeigt und funktionieren genauso gut, wie sie es an einem iPhone 4S oder an einem anderen iPhone tun würden. Hat der Entwickler seine App aber für das iPhone 5 angepasst, nutzt die App den kompletten Bildschirm und die Vorteile der neuen Größe machen sich bemerkbar. Zum Start des iPhone 5 waren noch echt wenige Apps an das neue Display angepasst, aber jetzt, einen Monat später, sind die wichtigsten und besten Apps fast alle geupdatet worden. Und da täglich immer mehr Updates hinzukommen, denke ich, dass Apps mit schwarzen Balken im Jahr 2013 kein Thema mehr sein werden. Wie alle iPhones kommt das iPhone 5 mit iOS, und zwar in der Version 6.0. iOS ist ein sehr simples und übersichtliches Betriebssystem, das zwar nicht so anpassbar und einstellbar wie beispielsweise Android ist, aber durch seine Einfachheit und seinen sehr umfangreichen App Store meiner Meinung nach dennoch das bessere System auf dem Markt ist. Man merkt einfach, wie das System durch und durch für das Gerät, auf dem es läuft, entwickelt wurde, da es einfach nur flüssig läuft und kaum Kompatibilitätsprobleme auftreten. Außerdem kann man beim iPhone 5 fest mit kostenlosen Betriebssystem-Updates auf zukünftige Versionen von iOS wie iOS 7 oder iOS 8 rechnen, die das Gerät auch in Zukunft auf aktuellem Stand halten und um nützliche Funktionen bereichern werden. Das ist bei Android-Smartphones meistens eher so lala oder einfach überhaupt nicht der Fall. Und den Apple App Store kann man gar nicht oft genug als Argument für das iPhone 5 erwähnen. Die unfassbare Anzahl von guten, angepassten Spielen und Apps macht das iPhone allgemein einfach zu einem sehr vielseitigeren Smartphone und besonders für Leute, die gerne auf ihrem Handy Spiele zocken, zu einem absoluten Spitzengerät. Das Musikerstellungsprogramm GarageBand, mit dem man selber am iPhone Musik machen kann und mit dem ich beispielsweise meine Intro-Jingle und meine Outro-Melodie gebastelt habe, ist nur eines von vielen Beispielen, wie großartig Apps auf dem iPhone sein können. Obendrein bringt iOS auf dem iPhone 5 die bereits vom iPhone 4S bekannte Sprachassistentin Siri mit sich, die zwar von mir in Realität kaum genutzt wird, aber dennoch erstaunlich viel drauf hat. Wie wird das Wetter morgen? Das Wetter sieht morgen gut aus, bis zu 28 Grad und sonnig. Schreibe meiner Schwester eine SMS, ich komme heute später. Welchen Kontakt meinst du?
Antje Barlinger oder Katrin Barlinger? Antje Barlinger. Hier ist deine Nachricht an Antje Barlinger. Soll ich sie senden? Ja. Okay, ich habe die Nachricht abgeschickt. Wie hat der Bayern München gespielt? Die Mannschaft FC Bayern München hat am 6. Oktober 2012 die Mannschaft 1899 Hoffenheim mit 2:0 geschlagen. Ich habe Lust auf einen witzigen Film. Hier sind einige Komödien. Und Siri Dictation, eine Funktion, die es einem systemweit erlaubt, Text zu diktieren, anstatt ihn einzutippen. Hallo, Komma, ich heiße Felix. Ausrufezeichen, lachendes Gesicht. Das iPhone 5 ist ein großartiges Mobiltelefon. Ausrufezeichen. Eine umstrittene Funktion in iOS 6 ist die neue Karten-App. Mal abgesehen davon, dass man auch Google Maps im Webbrowser weiterhin benutzen kann, muss ich zwar zustimmen, dass die neue Karten-App einige Defizite hat, aber coole Features wie Vektorgrafiken, das Flyover 3D-Feature in Großstädten und Turn-by-Turn-Navigation sind definitiv so genial, dass sie diese absolut überschatten. Weil ich mein, hallo, ein eingebautes Navi, das ist schon ziemlich geiler Scheiß. Ihr habt gesehen, das iPhone 5 ist wirklich ein ziemlich großartiges Smartphone, aber was kostet das Ganze? Solltet ihr lieber ein schwarzes oder ein weißes nehmen? Und ist das überhaupt ein Gerät für euch oder solltet ihr euch ein anderes Handy kaufen? Das versuche ich euch jetzt kurz noch nahe zu bringen. Anfangen möchte ich kurz mit den Preisen. Und zwar kostet das Gerät immer in schwarz und weiß gleich viel mit 16 GB Speicherplatz 679 Euro, mit 32 GB kostet das Ganze 789 Euro. Und mit 64 GB stolze 899 Euro. Also das ist wirklich eine Menge Geld, aber absolut ohne Vertrag und unlocked. Und wenn ihr das Gerät billiger bekommen wollt, dann gibt es auch Möglichkeiten über einen Vertrag und über eine Abbezahlung und so weiter, das Ganze zu finanzieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber das sind eben die Preise für iPhones ohne Vertrag. Und die sind, wie gesagt, schon ganz schön happig. Die waren ja schon letztes Jahr beim iPhone 4S happig, aber hier hat Apple nochmal ordentlich draufgeschlagen. Ich meine, 900 Euro kostet jetzt das 64 GB Gerät. 16 GB würde ich eigentlich den wenigsten Leuten empfehlen, den meisten nur 32 wahrscheinlich absolut ausreichen. Und dank iCloud und iTunes Match und anderen Internetdiensten ist es mittlerweile meiner Meinung nach nicht mehr notwendig für die meisten Leute ein 64 GB Gerät zu kaufen, weil es dann viel zu viel Speicher eigentlich ist. Ich hatte auch davor ein 64 GB iPhone 4S, was ich immer voll hatte, aber ich komme jetzt auch mit 32 GB beim iPhone 5 super zurecht. Und ich glaube einfach, dass 32 GB die beste Speicherkapazität für alle ist. Und das kostet halt 789 Euro. Und das ist eine Menge Geld. Aber ich denke, das Geld ist es trotzdem wert. Denn was man für das Geld bekommt, habt ihr jetzt die letzten paar Minuten gesehen, ist wirklich ein wunderbares, großartiges Smartphone. Ich meine, das iPhone 5 ist wirklich meiner Meinung nach das beste Smartphone im Moment auf dem Markt. Besser geht's nicht, ist zumindest meine Meinung, weil einfach iOS und die Bauqualität und diese unfassbar gute Kamera und der starke Prozessor und so weiter und so fort, das sind einfach alles Dinge, die das iPhone zu von der Konkurrenz ein bisschen abheben, vor allem die Bauqualität. Ich kann es nur nochmal und nochmal und nochmal wiederholen. Das ist so geil gebaut, das Ding, wenn man das in der Hand hat und das fühlt, das ist wirklich fast ein wie ein Schmuckstück, also wie ein Schmuckstück von einem Juwelier. Das ist echt witzig. Ich habe Leute gehört, die das damit verglichen haben und dem kann ich echt einfach nur zustimmen. Und wenn man sich zum Beispiel mal so ein Samsung Galaxy S3 oder so in die Hand nimmt, dann hat man schon so ein Plastikbatzen einfach in der Hand und das iPhone 5 ist echt richtig wertig und das empfinde ich als sehr großen Pluspunkt fürs iPhone 5. Auch die Einfachheit in der Bedienung und die großartige Unterstützung bei Software ist auch
absolut was, was man nur auf dem iPhone findet. Also diese ganzen großartigen Spiele, die ganzen großartigen Apps und dieses simple, einfache Betriebssystem und die ganzen Betriebssystem-Updates, die man bekommt und so, das ist einfach einzigartig. Klar, es gibt auch bei Android Betriebssystem-Updates, aber wie das so läuft, das wissen wir alle, das dauert dann immer wieder ein halbes Jahr, bis der Hersteller sein Handy aktualisiert hat und Scheiß und hier. Das ist einfach nur unbequem. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, okay, iOS ist nichts für mich, das ist mir zu teuer, ich bin ein Bastler, ich möchte gerne mein Betriebssystem rumbasteln und so weiter, da ist Android sicherlich die bessere Wahl. Und es gibt ja auch zum Beispiel von HTC großartige Android-Geräte, die ich auch wirklich nicht schlecht finde, aber für die Mehrheit der Leute und für den durchschnittlichen Smartphone-User ist das iPhone höchstwahrscheinlich einfach die beste Wahl und das beste Smartphone, was man im Moment kriegen kann, weil es einfach so simpel und durch die Bank weg ein gutes Erlebnis ist. Und ja, bei Android ist das eben meistens nicht so sehr geleistet. Aber eine Sache habe ich noch vergessen, wenn ihr euch jetzt dazu entscheidet, so ein Schmuckstück zu kaufen, ich habe ja schon gesagt, 32 GB ist wahrscheinlich die richtige Kapazität für die meisten Leute, aber welche Farbe ist die richtige? Ich habe jetzt hier ein schwarzes Modell, wie ihr sicherlich das ganze Video schon gesehen habt, und ich finde es wunderschön, also das schwarze Modell ist echt, sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Ich habe ein weißes auch schon in vielen Videos und so weiter gesehen. Muss sagen, auch das hat seinen eigenen Touch, aber ich finde einfach, das schwarze iPhone ist um einiges edler und wirkt einfach viel eleganter. Und ja, ich finde das schwarze iPhone schöner, aber ich kann verstehen, gerade auch vielleicht für Frauen oder Mädchen ist das weiße iPhone auch eine gute Überlegung wert, weil es einfach ein bisschen mädchenhafter aussieht, möchte ich jetzt mal sagen, und nicht so edel und Business-Style wie das schwarze iPhone 5, aber ich glaube, den meisten Leuten wird das schwarze iPhone 5 gefallen. Also das schwarze iPhone 5, hat man auch gesagt, da sieht man Kratzer wahrscheinlich, wenn man denn welche bekommt, auf der Aluminium-Rückseite, schneller als beim weißen, aber das ist eigentlich nicht so ein großer Unterschied und ich würde dennoch für die meisten Leute das schwarze iPhone 5 empfehlen, aber schaut es euch einfach selber im Laden an und urteilt selbst darüber, ob ihr ein schwarzes oder ein weißes haben wollt, aber ich empfehle euch ein schwarzes mit 32 GB zu nehmen, genauso wie ich eins habe. Und falls ihr noch mehr iPhone 5 Goodness sehen wollt, schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Da sind wirklich Links zu allen iPhone 5 Videos, die ich so gemacht habe, zu einem ausführlichen Unboxing und zu ausführlichen Kamera-Beispielbilder-Videos in Full HD, die ihr euch anschauen könnt, um noch mehr Beispielbilder und Beispielvideomaterial vom iPhone 5 genießen zu können. Und ja, und ein Tutorial habe ich auch gemacht, wie man die SIM-Karte einsetzt und zurechtschneidet und so. Das ist alles unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wo ihr auch vorbeischauen könnt, ist mein Kanal, falls ihr den noch nicht kennt. Da sind auch ganz viele Videos über Apple und Technik und Quatsch. Könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr euch für sowas interessiert. Das war's jetzt endlich mit diesem etwas längeren iPhone 5 Review. Das hat wirklich einige Arbeit für mich gekostet, das zu erstellen. Und deswegen hoffe ich einfach sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch bei eurer Entscheidung, ob ihr euch ein iPhone 5 holen sollt oder nicht, oder falls ihr sogar schon eins habt, das euch halt geholfen hat und das ein schönes Video für euch war und euch unterhalten hat und nicht langweilig geworden ist. Und falls dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video irgendwie verbreitet oder liked und kommentiert und irgendwie so ein Quatsch, weil da steckt wirklich viel Arbeit drin. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn ich ein bisschen Resonanz bekommen könnte von euch. Da wäre ich sehr dankbar. Und ja, abgesehen davon sage ich nochmal, danke fürs Zuschauen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.